Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter 3. Also das im letzten Part war ja wirklich mal extrem bescheiden ausgedrückt, sehr schlecht, würde ich sagen. Naja, ich hätte einfach nicht den Gubbel machen sollen, würde ich sagen. Ja, das war echt doof. Aber ich will, denke ich, nochmal eigentlich das Ganze nochmal mit der anderen Rüstung probieren. Weil ich habe es ja jetzt gemacht und... Aber naja, gut. Egal. Sicher, sicher. Ich will die Quest auf jeden Fall jetzt erstmal beenden. Und dann können wir es ja später uns nochmal angucken, ob das vielleicht noch... Naja, schneller geht, besser geht. Dann wäre das da. Okay. Wir starten einfach direkt in die Quest rein und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Seltsame Art und Weise köstlich, meinetwegen. Ausdauer erhöht. Yeah. Ja, jetzt. Ich will gar nicht mit. Was aktiviert sich schon wieder so viel? Was ist denn da los? Bulldozer, was war das nochmal? Erhöht die Schärfe, wenn du direkt zuschlägst, nachdem ein Angriff abgewehrt wird. Oh! Okay, das ist ziemlich geil. Naja, okay. Sure. Na gut. Wir klettern zwar nicht so oft, aber das wird schon irgendwie passen. Naja. Ich hoffe, ich habe mich... Ja, ich habe mich im letzten Part gut genug vorbereitet. Denke ich, hoffe ich, nehme ich an. Naja, wir werden es gleich sehen. Und wenn nicht, dann... ja. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Mal gucken. Tja. Der Ladescreen dauert aber heute wieder ein bisschen länger als sonst. Juhu. Und wir können ihn nicht mehr sehen. Na, ich nehme mal wieder die Karte mit. Na komm, schnell, Elvis. Pack das ganze Zeug ein. Dungbomber nimmt auch mit. Kein Schaden. Gegengifte natürlich auch nicht. Ich werde die habe ich wieder weggepackt. Ach, ich bin so professionell. So. Jetzt mal im Vergleich zu der anderen. Die andere Rüstung hatte, glaube ich, nur 31 und die gerade mal das Doppelte. Und was gut ist auch, plus 10 Feuerverteidigung. Ich denke, wir werden jetzt nicht so Probleme haben. Und ich meine, Fangoro haben wir sowieso, also wir werden schon irgendwie sehen, wann das Vieh geschwächt ist. Ich hoffe, es ist jetzt nur auf 2, ansonsten... Ja, sehr schön. Fappal, go! Natürlich schubst du mich erstmal rum. Habe ich aus Versehen den Tisch erwischt. Tut mir leid. Ah ja, komm, lass mich doch mal. Ich finde es lustig, dass das jetzt so wenig abzieht. Also es ist ja wirklich wenig im Vergleich zu vorher. Da haben wir ja gerade die Hälfte der Leiste verloren, oder ein Drittel zumindest. Na, jetzt geh doch nicht weg. Nein, verschwinde nicht. Und lande nicht auf mir. Hätte ich was dagegen. Elvis? Naja, gut. Ich bin ja jetzt wieder noch etwas im Spiel drin. Hab ja gestern erst aufgenommen. Oder vorgestern? Nee, es war vorgestern. Aber ich muss heute definitiv das Ganze machen, weil heute ist der Tag gekommen, an dem endlich die Weisheitszähne rauskommen. Und ich weiß nicht, ob ich dann in nächster Zeit fähig sein werde, aufzunehmen. Naja, gut. Auf jeden Fall so viel dazu schon mal. Nein! Ah, du Idiot! Steck weg! Weich aus! Uff, oh Gott. Mach's doch knapp. Schlüpf schneller. Eieiei. Was ist das denn für eine knappe Scheiße? Das geht doch nicht. Mann! Also ich warte, bis es jetzt die KP wieder ein bisschen aufgefüllt hat. Ich sehe das nicht ein. Fang mich doch, wenn du kannst. Fang mich doch, wenn du kannst.
Du erwischst mich nie. Du erwischst mich nie. Oh, vielleicht doch. Nein, ich will nicht. Lass mich. Gut. Meinetwegen kannst du auch ein paar Feuerbälle spucken. Das wäre mir egal. Na, so langsam lohnt sich's. Egal, gehen wir einfach mal ran. Und direkt sinkt die Waffenstärke. Das ist nice. Phew, das war knapp. Mich. Gut gebrüllt, Drache. Puh. They see me rolling. Ausweichen. Evading oder irgendwie so. Und schwingen die Waffe. Nein! Oh, okay, Trank, Trank. Oder Lager. Ich denke doch eher Lager. Dann kann ich nochmal schön Sachen aufrüsten. Beziehungsweise, naja, nachschärfen. Und Zeug machen. Und vor allem keine Tränke verschwenden. Doch schwieriger, als ich gedacht habe. Vor allem bin ich nicht so aggressiv wie letztes Mal. Deswegen dauert es ein bisschen länger. Na gut, wenn Chacha jetzt tanzt, na komm, ein Trank kann man verschmerzen. Okay. So. Dann gehen wir halt doch wieder zurück. Trotzdem schärfen? Ich denke, noch nicht. Lohnt sich noch nicht. Nicht unbedingt zumindest. Egal. Jo. Jetzt einfach mal wieder richtig drauf. Muss Schaden drauf kommen. Bleib doch mal stehen. Ich. Und einfach wieder schwingen. Und auf den Schwanz und auf den, ich treffe nicht wirklich. Aber na gut. Das kommt noch. Bald ist er wieder ab. Bald in 5 Minuten oder so. Hm. Vielleicht auch ein bisschen länger. Nicht. Warum lädt er denn heute ständig nach? Beziehungsweise muss er. So, renn damit. Und weiter schwingen. War der jetzt eigentlich so still? Verstehe ich nicht. Und noch ein bisschen schneller, denn... Na gut, dann fliegt er halt weg. Also, sie. 4, 1... Wohin willst du? Komm, flieg zu 4. Ja, nein, nein. Verdammt. Hätte ja klappen können. Aber dann halt nicht. Gut. Komme ich auch mit klar. Kein Problem. Ach, das ist ja schon. Komm her, meine Kleine. Hm. Dass sie immer so weit wegsprinten muss wegen Chacha, das ist echt gemein. Nein, 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 nein. Und wieder auf den Kopf. War nicht irgendwie sowas, dass die Waffenschärfe wieder zunimmt, wenn ich jetzt abpralle? Merke ich nichts von. Okay, schneller schärfen habe ich ja noch drauf. Okay, schnell schärfen. Zap. Super. Alter. Nein. Okay, chopp, rein damit. Der ist heute echt ständig am Nachladen. Was ist denn da los? Geht ja echt nicht, Elvis. Bleib mal stehen, du Drache.
Wiefern? Nee, egal. Schüttel, 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 oh nein. Nein, 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 nein. Ich verschwinde. Tschüss. Tschüss. Ich hab keine Lust mehr. Ich hau ab. Lass mich. Nein. Komm. Nein. Oh Gott. Warum? Ach du Scheiße. Das war mehr als knapp. Oh je. Ich hab mich doch jetzt nur schlafen gelegt, oder? Ja, gut. Oh Mann, das war was. Eieieiei, okay, gut, 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 wir sind geheilt und Ratian noch nicht, wie auch immer. Beziehungsweise ist nicht geschwächt, so, Mann. Okay, gut. Sure. Jetzt noch ein bisschen auf sie draufknüppeln, damit sie glücklich ist. Ist ja eine Frau. Oh Gott, das war gemein. Nee, das war so richtig fies. Ich entschuldige mich. Tut mir leid. Das war wirklich nicht nett. Ich nehme alles zurück. Und Kopf zerbrochen. Juhu. Hätte ich mir gerade mal die Vorräte schnappen können. Hm. Ich meine, ich war ja gerade im Lager. Blinkst du? Nein. Und komm runter. Okay, ich kann dich eigentlich auch so gut genug treffen. Gut, habe ich nichts dagegen. Kannst du bleiben. Hm. Nicht. Blinkst du? Nein, ich sehe es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Was ist heute los? Oh, nein, lauf, Elvis, lauf, Elvis, lauf. Oh. Oh Gott. Okay, der ist heute wirklich ständig nur am Nachladen. Ich sag's gerne immer wieder. Gut. Ja, Waffe wegstecken, mit Waffe gehst du nicht ins Bett. Also zumindest nicht mit gezogener Waffe. Ich sehe auch gerade, dass teilweise wieder etwas lauter werde während den Kämpfen. Fällt mir mal so auf. So ganz nebenbei. Na komm, mach hin, Elvis. Ja, gut doppelt so laut. Naja, was soll's. Mehr Nachbearbeiten für mich, oder? Oder ich bin halt faul. Mach's nicht. Sie ist nach 7 geflogen, oder? Da gucke ich einmal richtig auf die Aufnahmespur und dann plötzlich fahrt Ball weg. Super. Siehst du hier? Ja. Blitzbombe, go! Und du kannst nichts machen, meine Liebe. Nicht. Okay, meinetwegen kannst du dich schwingen. Lass mich in Ruhe. Und einfach drauf knüppeln. Und schon wieder am Nachladen. Gibt's doch nicht. Aber Geschäft werden muss auch. Sie humpelt. Weg. Ja, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Cool. Gut. Geschärft. Nachgeladen. Farbball ist natürlich nicht drauf. Fuck. Ich meine, Mist. Ah komm, sie fliegt nach 9. Fliegt nach 9. Ich sehe dich nicht. Ich hoffe, sie ist jetzt nach 9 geflogen. Sonst habe ich keine Ahnung. Fappel habe ich ja noch genug dabei. Warum habe ich da gerade nicht einen drauf geklatscht?
Weg war das nicht. Da ist er. Ja, Farbball für Feuerball. Hm, guter Tausch. Nein! Haha, lass mich doch mal. Ich finde es ein bisschen gemein, wie du mit mir umgehst. Und ich mag das nicht, dass die Altorovs so einen immer angreifen, wenn große Monster in der Nähe sind. Ja, jetzt humpelt sie weg und geht nach 10. Achso, nee, sie hat Chacha angegriffen. Altorovs, beschützt mich. Oder auch Chacha. Meinetwegen, akzeptiere ich. Nee, nicht gut. Nicht gut. Okay, humpelt weg. Sehr schön. Oh, jetzt. Übertreib mal nicht. Okay. Geh schon mal hoch. Ja, beeil dich, Elvis. So. Jetzt gehen wir hier irgendwo hin. Schlürf mal Tränke. Schlürf noch einen Trank. Du weißt, dass du es brauchst. Falle. Komm her, komm her. Nein, nein, nein. Was ist da gerade passiert? Ich habe es nicht genau beobachten können. Komm her, komm her, komm her. Ja, so ist brav. So ist fein. Geht doch ganz einfach. Halb von 17 Minuten. Okay, 16. Eieiei. Und nur weil ich das letzte Mal noch in Google gemacht habe. Also wirklich. Aber wenn ich die andere Rüstung angehabt hätte, wäre ich definitiv gestorben. Definitiv. Quest erfüllt. Natürlich diesmal ohne Glückkatze und ohne Schwein gestreichelt zu haben. Aber das Loot ist schon ganz gut. Oder zumindest viel. Auf die Rätsel Amulett hätte ich verzichten können. Aber der Rest ist eigentlich ganz akzeptabel. Mal gucken. Präzision. Was war das nochmal? Na, natürlich geht das hier nicht. Schnell auf B. Wahrnehmen minus 10. Eher nein. Schlemmen, Wasserabwehr. Schwimmen, 3. Die beiden brauche ich wirklich nicht. Schneller auf B. Was ist das? Schneller Fallen aufbauen, oder was? Präzision, 8. Die brauche ich diesmal eigentlich alle nicht. Oder? Ich meine, ich platziere eigentlich Fallen immer nur dann, wenn ich Zeit habe und wenn die Monster gerade am Fliehen oder an ihrem Rastplatz sind. Von daher, lohnt sich nicht wirklich. Und dafür waren die minus 10? Nee. Nee. Präzision. Ich glaube, das war wirklich nur für Schützen. Naja, ein bisschen Bonus. Geld. Wuhu! Arena-Quest. Neu. Hinzugefügt. Meine ich. Dingenskirchen. Versteht schon. Yay. Und so. Na gut. Also. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir haben absolut keinen Trank verwendet. Das ist ziemlich geil. Wir können mal gucken, was wir jetzt an Ratian-Zeug herstellen können. Ich glaube, die Hose haben wir ja schon, wenn ich mich richtig erinnere. Gobel könnten wir eigentlich theoretisch auch machen. Flammenbeutel. Nein! Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal
ganz kurz. Beziehungsweise wir gehen gerade in eine neue Folge und in der Zwischenzeit gucke ich einfach mal kurz nach, also zwischen den Folgen, wo wir den Flammenbeutel her... Feuerbeutel, Flammenbeutel, Feuerbeutel, Flammenbeutel? Klapp ich nochmal auf, Spiel. Wo wir die Wyvern klauen und Flammenbeutel herbekommen. Ja, na gut. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.